Augenblick. Sie sagen, der Akt ist weg. Sie sagen aber nicht, wo der Akt weg ist. Und ich meine, das ist natürlich, ja, so können wir doch keinesfalls. Also, so geht's natürlich nicht. Reichlich nervös, wohl nicht ausgelastet diesbezüglich. Hat doch eine feste Freundin. Aber wie die aussieht. Sie müssen ausspannen. Sie sind zu hektisch. Ich habe Sie doch schon so oft eingeladen, einmal in mein Häuschen zu kommen. Einmal einen richtigen Gartentag zu verbringen. Meine Frau würde sich auch freuen. Der Garten ist ja jetzt so schön, was da alles blüht. Spannen Sie doch mal richtig aus. Was haben Sie denn eigentlich am Sonntag vor? Ich habe eine Verabredung. Wann? Am Abend. Und was machen Sie den Tag über? Auf den Abend warten. Aber da könnten Sie doch wirklich am Sonntag zu uns kommen. Ja? Zweite links. Den Block herum. Rechts geradeaus, noch vor der Unterführung. Nicht mehr kommen. Ich hab's nicht gleich gefunden. Na, ich hab sie doch so genau aufgeschrieben. Na, Hauptsache, sie sind da. Na? Schön. Wirklich sehr schön. Und diese Ruhe.
Vielen Dank. Guten Tag. Oh, jetzt habe ich die Blumen zu Hause. Ach, das macht doch nichts. Wir haben ja so viele. Hauptsache, sie fühlen sich wohl bei uns. Ist ja wohl nicht so ganz einfach für einen Junggesellen am Sonntag. Was? Wissen Sie, man muss verstehen, auszuspannen. Was hilft einem da mehr als ein wenig Gartenarbeit? Das wäre sehr fein. Dann müsstet ihr bitte nur so lieb sein und die Gartenmöbel aufstellen. Das machen wir mit einem Griff. So, haben Sie ihn? Ja, aber vielleicht. Ja, das geht schon, das geht schon. Und auf geht's. So, zurück. Tja, die Möbel muss man aber schon ein wenig sauber machen. Sind doch reichlich staubig geworden, Schatz. Wir haben schon so lange nicht draußen. Der viele Regen und der Sommer ist ja wohl dieses Jahr auch nicht das wahre was. Ja, also nur so ein bisschen sauber machen, ein bisschen abspritzen. Ich würde es ja gerne selbst tun, aber ich muss auf das Fleisch aufpassen. Auf das Fleisch. Tja, das sind eben die Pflichten einer Hausfrau. Ihrer Frau wird es sicher auch mal so gehen. Als Hausfrau muss man auf vieles verzichten. Aber für Sie, als Junggeselle, sind das ja sicher keine Probleme. Sie genießen das Leben wohl in vollen Zügen. Ich glaube, ich muss Ihrem Mann helfen. Thank you.
Darf ich einmal kurz telefonieren? Natürlich, gern. Das Telefon ist in der Diele. Nein, ich kann nicht vor Sie. Nein, es geht nicht früher. Also so groß wird die Sehnsucht schon nicht sein. Nein, wir haben Besuch. Also um 7. Ja, verbring einen schönen Gartentag. Tschüss. Wer hat denn angerufen? Auch eine Bekannte wegen Tennis. Das hast du sehr vernachlässigt in letzter Zeit, mein Kind. Nein, nein. Unsere Grete ist noch keinerlei Bindung eingegangen, zum Glück. Wir hätten uns gefreut, wenn Sie Ihren Sohn mitgebracht hätten. Aber natürlich, wenn er vor dem Examen steht. Nehmen Sie einmal den Schlauch. Ich hole ein Tuch, dass wir die Sache trocken reiben können. Tut gut zu der Erfrischung. Richtig prima. Ach, schön sind Sie jetzt. Richtig blitzblank. Na, dann kann ich auf dem Tischdecken beginnen. Wenn die Kinder wieder bleiben. Dabei habe ich Ihnen extra gesagt, dass Sie pünktlich zum Essen sein sollen. Ich bin schon ganz nervös, weil der Meier nicht kommt. Erwarten Sie noch einen Gast? Nein, nein, der Meier ist mein Weinlieferant. Wissen Sie, der hat spezielle Beziehungen zu einem Weinkeller. Da bekomme ich einen naturreinen Landwein zu einem Vorzugspreis, wenn ich ein paar Kisten zugleich nehme. Und das ist natürlich preislich sehr günstig. Und der Wein ist, naja, da weiß man halt, was man trinkt. Aber die letzte Lieferung ist leider aus und der Meier hat mir versprochen. Aber wenn der mich sitzen lässt... Ich weiß gar nicht, was ich Ihnen anbieten soll. Ich trinke auch sehr gerne ein Bier. Nein, macht müde an einem so heißen Tag. Nein, nein, nein. Da ist der naturreine Weiße schon der Rechte. Kellerkalt. Der Meier. Angenehm. Erfreut. Neun Kisten habe ich für Sie. Neun Kisten, ja. Da bin ich aber richtig dankbar. Zum alten Preis. Fein, gleich in den Keller damit. Kein Problem. Wenn jeder drei trägt. Sie sind doch so nett und helfen uns dabei. Selbstverständlich. Was tut man nicht alles für einen guten Tropfen, hm? Eben. Es geht doch nichts über ein bisschen Bewegung. Kondition bringt das. Kondition, was? Der erste Schluck wird schmecken. Der wird. Sie sagen mir rechtzeitig, wenn wir wieder so weit sind, ja? Also nicht böse sein, aber das hält wirklich kein Mensch aus, die Sonne direkt auf dem Kopf. Wir müssen den Tisch in den Schatten rücken. Nein, wirklich. Da steht man den ganzen Tag neben dem heißen Herd da. Ist diese Hitze einfach nicht zu ertragen. Ihr konntet euch ja erfrischen. Natürlich, Schatz. Wir suchen uns ein schattiges Plätzchen. Ach, da. Kommen Sie ja. Hey, Sie! Ihre Rotzhol werden zu mir nicht mehr Armleuchter sagen. Das hört sich jetzt auf. Meine Geduld ist am Ende. Entweder Sie bringen diesen Lümmel in Manieren bei oder ich verständige die Polizei. Lässt du dir denn diesen Ton bieten? Den werden Sie sich gefälligst bieten lassen, aber zuerst einmal wird der Schaden wieder gut gemacht. Jawohl!
Was denn für ein Schaden? Dreimal habe ich Ihnen gesagt, Sie sollen nicht so nah an meinem Cabrio vorbeirasen, wenn Sie Ihre idiotischen Runden strampeln. Dreimal habe ich Ihnen gesagt. Aber die lachen ja nur blöd, wenn man Ihnen was sagt. Die haben ja nicht den Funken einer Erziehung. Nicht den Funken, sage ich. Ich muss schon sehr bitten. Und jetzt ist es passiert. So eine Kratzspur. Und wie ich sage, da wird euer Vater aber eine Freude haben, wenn er mir den halben Wagen lackieren muss. Sagt er nicht, diese Rotzlöffel Armleuchter zu mir, unterbrechen Sie mich nicht. Ich verlange eine Schadenwiedergutmachung, sofern der Schaden überhaupt wieder gut zu machen ist. Ich werde die Jungen selbstverständlich zur Verantwortung ziehen. Nichts werden Sie. Sie haben seit Jahren nicht. Ja, Ihre Frau, die sagt ja hier und da mal ein Wort zu diesen Rotzlöffeln. Aber Sie... Siehst du? Siehst du? Die anderen Nachbarn haben sich ja auch schon beschwert. Das muss jetzt radikal anders werden. Radikal. Ich jedenfalls lasse mir das nicht mehr bieten. Ich nicht mehr. Irgendwie verstehe ich Sie ja. Aber ich habe es wirklich nicht leicht, weil mein Mann eben derart unenergisch. Naja, wie gesagt, also von Ihnen habe ich ja schon gelegentlich einen Ansatz zu unmissverständlicher Äußerung gehört. Ich habe es nicht leicht, das müssen Sie verstehen. Der Haushalt und alles, was damit zusammenhängt, die Erziehung. Die Erziehung, die sollte doch vom Mann ausgehen. Natürlich, wenn ein Mann derart entschieden auftritt wie Sie, dann hat es die Frau natürlich auch leichter. Aber das ist doch alles. Er hat ja keine Kinder. Er hat doch keine Ahnung. Er kann da leicht herumpöbeln. Ja? Und ich finde es traurig, dass du dich da von diesem Gerede beeinflussen lässt. Wieso denn ich? Wieso denn immer ich? Ja, ich weiß, was meine Vaterpflichten sind. Aber ich werde nicht zulassen, dass andere Personen sich in meine Erziehungsmethoden einmischen. Ach was. Reden Sie doch nicht so blöd daher. Werden Sie endlich einmal energisch. Was glauben Sie denn, wer Sie sind? Hä? Herr Kollege, ich frage Sie aus unparteiischen Zeugen. Ist das der Ton, in dem man unter Nachbarn so eine Sache regelt? Hä? Ist das der Ton? Ich halte diesen Herrn für einen flegelhaften Querulanten. Also bitte, diese Bemerkung steht Ihnen nicht zu. Es ist ja nur, weil ich... fragt. Sie sind doch nur Gast hier, oder? Jawohl. Und Sie können unser gut nachbarliches Verhältnis nicht durch eine so bodenlose Beleidigung trüben. Aber es steht unserem Gast doch zu, seine Meinung zu sagen, die er gefragt hat. Was sollen denn die Kinder denken, wenn in derartig beleidigender Weise... Ich bitte vielmals um Entschuldigung, aber ich muss doch um 1:30 meine alte Tante... Aber Herr Kollege, wir wollten doch... Sei doch nicht so unvernünftig. Nein, es geht nicht vor 7. Also verbring einen schönen Gartentag bei deinem Kollegen. Was? Was kann er dich? Also so groß wird die Sehnsucht schon nicht sein. Vertreib dir schön die Zeit bis dahin, ja? Tschüss. Gibt's nirgends Eis. Aber der Herr, da hat doch eins.
Na, Sie? Sie haben Ihrem Kollegen seinen Gartensonntag heute schön ruiniert. Feine Manier, das muss man schon sagen. Nochmal anruft, bin ich böse und komm gar nicht. Tja, um 7. Pünktlich wie immer. Ja. Nicht so gemein, natürlich nicht. Nein, nein, ich habe nichts missverstanden. Im Gegenteil, ich fand's sehr nett. Ich hatte nur wirklich den Onkel ganz... Bitte? Die Tante, ja natürlich, die Tante ganz vergessen. Und dann mal shoppen im Garten. Nein, das... Nein, das geht heute leider nicht. Ein andermal gern. Danke. Bis morgen im Büro. Liebe Zuschauer, das war unsere Sendung Musik für Verliebte. Wir schalten jetzt um. So. Jetzt habe ich mich erholt von diesem Sonntag. Ach ja? Thank you.